da bin ich mit meinem Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney und wir sind bei der Aussage des Pagen. Ich bin der Chefpage im feinen Hotel Ghetto, das seit 4 Generationen erfolgreich. Moment mal! Was genau ist Ihre Aufgabe in dem Hotel? Nun, alles, was von mir verlangt wird. Ich checke Gäste ein, ich checke Gäste aus. Ich putze Zimmer, ich mache Betten und ich bringe den Zimmerservice. Ich habe vom Mail persönlich eingecheckt. Und Sie sind immer so makellos. Herr White, unterlassen Sie bitte derart alberne Fragen. Ich denke, es war noch 20 Uhr. Da kam ein Anruf von unserem Gast vom Mail. Was ich noch sagen wollte, und zwar die 4 Ausrufezeichen, die wir hier oben sind. Wenn die alle weg sind, dann wird mein Mandant, also meine Mandantin oder Mandant, wie auch immer, den ich halt verteidige, die Person, die wird dann für schuldig gesprochen. Moment mal! Sind Sie sich sicher, dass Frau May am Telefon war? Ganz sicher. Wie können Sie sich so sicher sein? Ich habe Frau May persönlich eingecheckt. Ich habe ihre unwerfende Ausstrahlung wahrgenommen und auch ihre Stimme gehört. Und dann sah ich sie und ich, es ist so, ich konnte mich sehr gut an sie erinnern. Ja, was war dann? Sie bestellte ein Eiscafé für Punkt 21 Uhr auf ihr Zimmer. Moment, wenn der Mord um 21 Uhr war, wie kann sie ihn dann pünktlich entgegennehmen? Moment, greifen wir mal weiter an. Moment mal! Punkt 21 Uhr, sagen Sie? Ja, ich habe mir dieses Detail mehrmals bestätigen lassen. Sie sah sich eine Sendung an und wollte einen Kaffee anschließend trinken. 21 Uhr, der Zeitpunkt des Mordes. Ich habe ihn natürlich genau zur gewünschten Zeit gebracht. Moment mal! Genau um 21 Uhr also? Genau, exakt und ganz bestimmt 21 Uhr abends. Wie können Sie sich so sicher sein? Frau May bestand mit Nachdruck darauf, dass er genau dann gebracht worden sollte. Oh, Page, hihihi, ich möchte Eiskaffee exakt um 21 Uhr, Sie wissen schon. So in etwa. Deshalb klopfte ich an Ihre Tür, genau als es 21 Uhr schlug. Warum bestand sie so nachdrücklich auf diese Zeit? Und ich habe den Eiskaffee unserem Gast vom May persönlich übergeben. Moment mal! Sind Sie sich sicher, dass es Frau April May selbst war? Aber absolut! Absolut? Ja, wie in sowas von absolut ist eine nette Angewohnheit von mir. Warum sind Sie sich so verdammt sicher? Nun, als ich den Zimmerservice brachte, gab sie der Gast mir ein, Embrasseur. Embrasseur ist das Französisch für Umarmung. Das heißt auf Französisch Kuss, aber kein richtiger, eher ein Bussi auf die Wange. Warum sollte sie das tun? Ich denke vielleicht, war sie in dem Augenblick von meinem untadigen Benehmen angetan. Es war ein Moment, den ich niemals, wirklich niemals vergessen werde. Klingt mir ziemlich faul. Ich glaube, Frau May führt was im Schilde und wollte, dass der Pate sich an sie erinnert. Punkt, Punkt, Punkt. Das bringt nichts. Da ist nichts. Was das jetzt? Zitzitze. Endlich sehen Sie es an. Dieser Pate hat absolut keinen Grund zu lügen. Nun, wenn Sie etwas anstatt hätten, würden Sie das mühselige Kreuz jetzt behenden. Also Anstand. Anstand. Es war etwas mühselig. Der Zeuge darf den Zeugenstand verlassen. Ich kann das nicht zulassen, oder doch? Protestieren. Moment. Bitte warten Sie. Ja, hat die Verteidigung noch etwas hinzuzufügen? Eine letzte Frage. Lassen Sie mich noch eine letzte Frage stellen. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Diese Justizscharande hat schon lange genug gedauert. Na, Herr Edgeworth. In Ordnung, Herr White. Ich gewähre Ihnen noch eine Frage, aber nicht mehr. Okay. Jetzt geht's ums alles. Das ist meine letzte Chance. Wonach frage ich bloß? Einchecken, Zimmerservice, Betten machen.
Also einchecken. Oh je, was brauche ich denn jetzt? Ja, also wir werden es mal schnell speichern. Denn das Logische ist eigentlich das Einchecken, dass das den Zimmerservice. Ne? Und zwar nehmen wir es die Nummer 5. Und ich brauche jetzt mal den Zimmerservice. Wie war das wieder mit dem Zimmerservice? Nochmal. Punkt 21 Uhr habe ich den Zimmerservice zu Frau May auf Zimmer 303 gebracht. Der Gast hatte Eiskaffee für 18 Feld bestellt, wenn ich mich recht entsinne. Verstehe. Fragezeichen. 18 Dollars? Ist das nicht etwas teuer? Ja, nun, Eiskaffee für 2, verstehen Sie? Und wir knausern nicht mit dem Eis. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Was hat er da gesagt? Was haben Sie da gesagt? Ah, oh, eigentlich nichts. Page, sagen Sie uns sofort die Wahrheit. War noch jemand anders im Zimmer von Frau May? Einspruch, dagegen muss ich Einspruch erheben. Punkt, Punkt, Punkt. Einspruch abgelehnt. Der Zeuge wird die Frage beantworten. Ja, verstehe. Warum haben Sie das in Ihrer Aussage nicht erwähnt? Nun, Sie haben, nicht danach gefragt. Netter Versuch. Das ist genau das, was Sie eigentlich hätten erwähnen sollen. Ach ja, gut. In der Tat. Es war der, ehrenwerte Staatsanwalt dort, Herr Edward, der... Er hat mich gebeten, es nicht zu erwähnen, sofern ich nicht ausdrücklich gefragt werde. Uff! Ha! Reingefallen! Sie Idiot! Ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Frau April May hat in ein Doppelzimmer eingecheckt mit einem Mann, korrekt? Ja. Als Sie ihnen dann den Zimmerservice gebracht haben, haben Sie den Mann nicht im Zimmer gesehen? Das stimmt. Hm. Euer Ehren, wir haben gerade von einer anderen Person erfahren, die als Mörder in Frage kommt. Wegen dieser Umstände halte ich es für unmöglich, die Anklage aufrecht zu erhalten. Stimmen Sie zu, Herr Edgeworth. Wer ist diese andere Person? Ganz einfach, es war Frau Vollmai, der Mann bei Frau May. Der Mann, der zusammen mit Frau May eingecheckt hat. Uff. Euer Ehren, wie bereits offenbart wurde, hat Frau April May das Telefon des Opfers abgehört. Doch Frau May selbst hatte ein Alibi für den Zeitpunkt des Mordes. Das entlastet jedoch nicht den Mann, der mit ihr zusammen war. Zum Zeitpunkt des Mordes hat der Page keine weitere Person im Zimmer gesehen. Tja, was für eine günstige Entwicklung, aber es ist zu spät. Zu spät? Das könnte ich Ihnen so passen, dass es zu spät wäre, nicht wahr? Schließlich haben Sie dem Gericht die Anwesenheit des anderen Mannes vorenthalten. Uff. Vorkömmling Anfänger. Diese Anschuldigungen sind lächerlich. Das reicht. Das Gericht erkennt das Argument der Verteidigung an. Ich erwarte, dass die Anklage und die Verteidigung diese Angelegenheit ganz aufklären. Haben Sie mich verstanden? Ja, Keuch. Ja, euer Ehren. Das ist alles für heute in der Verhandlung von Maya Fay. Die Verhandlung ist vertagt. Das heißt, es geht morgen erst weiter. 7. September, 14.24 Uhr, Bezirksgericht, Anklagezimmer Nummer 1. Herr White, Sie waren toll da drin. Wirklich? Ich denke, ich bin jetzt Ihr größter Fan. Ach, ich habe ja nur meinen Job gemacht, wissen Sie? Der andere Anwalt war aber auch ziemlich cool. Hä? Sein Gesicht, die großen Augen, die bebenden Lippen. Da sind mir Schauer den Rücken runtergejagt. Hm, wenn Sie meinen. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich jetzt nach Hause? Nun, leider nicht. Ich glaube nicht. Noch nicht. Ach, ich verstehe. Aber ich habe in der heutigen Verhandlung einen tollen Hinweis bekommen. Einen Hinweis? Der Mann bei Frau May, er ist der Schlüssel. Oh, ich verstehe. Was ist mit Frau May danach passiert? Sie haben sie verhaftet. Ich denke, sie lernt jetzt, dass das Charme nicht immer genügt. Sie ist wahrscheinlich in der Strafanstalt. Vielleicht muss ich später noch zu ihr. Wie auch immer.
dieser Fall ist längst noch nicht abgeschlossen. Das stimmt. Ich werde mehr über diesen Mann herausfinden. Glauben Sie, er war derjenige, der... Das ist möglich. Schwesterherz, keine Sorge, ich finde ihn bis morgen. Versprochen. Ich zähle auf Sie. Ich habe einen vollständigen Abschrift von April Mays Aussage angefordert. Ich dachte, sie könnte während der morgigen Verhandlung hilfreich sein. Aber jetzt, wo ich sie habe, bin ich mir nicht so sicher. Ihre Aussage bestand überwiegend aus Lügen. Eigentlich ist nur ein Teil übrig, der nicht aus dem Protokoll gestrichen wurde. Mays Aussage zur Gerichtsakte zugefügt. Mays Aussage, Tippdokumente von Frau April May. Ich weiß nicht, wie viel mir das jetzt überhaupt bringt. Wie auch immer, ab auf die Straße und Nachforschungen anstellen. Maya hat in der Strafanstalt nichts verloren. Und es liegt an mir, sie da rauszuholen. Du meinst an mir eher. Naja, wie auch immer. Los geht's, weiter geht's. Und wir speichern jetzt auf Spaß einfach mal. Nicht, weil ich es kann. 7. September, 15.11 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum. Hallo, May. Sie sind's. Hallo. Ich habe nicht erwartet, dass sie in diesem düsteren noch Besuch bekommen würde. Tja, das ist wirklich bewegend. Nein, Sie stinkender Anwalt. Gehen Sie zum Teufel. Sie sind hier, um sich lustig zu machen, ja? Lachen Sie nur über die gestürzte Frau May. Nein, eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen ein paar Fragen stellen. Leider bin ich nicht gewillt, Fragen zu beantworten. Haben Sie noch nicht genug gefragt? Sie, Stachelkopf. Autsch, das hat gesessen. Ich bitte Sie, Sie machen ja sogar dem Wachmann Angst. Punkt, Punkt, Punkt. Na, was wollen Sie denn von mir wissen, hm? Zunächst einmal, warum Sie so absolut durchgeknallt sind. Ja, das frag lieber dich. Okay, nein, ich will nicht untersuchen, danke. Ich will reden. Dieser Mann. Was den Mann angeht, mit dem Sie auf dem Hotelzimmer waren. Punkt, Punkt, Punkt. Können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo finde ich ihn? Kommen Sie schon. Vergessen Sie es, Süßer. Vielleicht, wenn ich etwas hätte, das Sie zum Reden bringen würde. Die Wanze. Warum haben Sie mir das Telefon verwanzt? Oh, wenn Sie das sagen, klingt das so kalt, so kriminell. Nun, ein fremdes Telefon abzuhören ist eine Straftat, Frau May. Oh, ich schätze, das haben Sie auf der Anwaltsschule gelernt, hm? Griecher, mit dieser Frau kann man nicht reden. Ach, im Ernst, Ihre Einstellung. Sagen Sie... Na, warum sind Sie so aufgebracht? Ich meine, Sie sehen nicht wie ein böser Mensch aus. Jetzt reicht es mir. Sie griechischer, dreckfressender Rechtsverdreher. Dreck. Ich weiß nicht, was Sie... Ich weiß nicht, hat sie was gegen Anwälte oder nur speziell gegen mich? Okay, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt mal in die Anwaltskanzlei Fay und Partner. 7. September. Anwaltskanzlei Fay und Partner. Anscheinend hat sich die Spurensicherung den Tag freigenommen. Inspektor Gumshoe ist nicht zu sehen. Die Polizei hat hier ganze Arbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass hier noch brauchbarste Hinweise zu finden sind. Naja, es kann ja nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Und zwar würde ich ganz gerne mal die Unterlagen hier gerne anschauen. Einfach, weil ich es kann. Mehr justizliche Bücher passen da beim besten Willen nicht rein. Alle Fälle der Chefin sind hier arrangiert. Ob da wohl einige Fälle fehlen? Das bilde ich mir nur ein. Dann bewegen wir uns doch mal in die Anwaltskanzlei Grossberg. Oh! Wo ist denn das Bild hin? Ja, wo ist es denn? Hat das doch abgehängt und verkauft? Hui! Sieht so aus, als wäre Grossberg heute nicht da. Wieder mal. Vielleicht geht er mir aus irgendeinem Grund aus dem Weg. Und zwar untersuche ich jetzt erstens mal die Wand, dass es auffällt, dass das Bild nicht mehr da ist. Kurz, Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ich wurde mal wieder gestört. Einen Moment mal.
Hing da nicht ein riesiges Bild an der Wand? Ja, ja, auf dem Bild sah man einen Fischer. Nicht wahr? Es war jedenfalls nicht sehr einprägsam. Was liegt denn da? Was ist das? Alte Fotos, hier liegen zwei herum. Da ist was mit Bleistift auf der Rückseite geschrieben. Fall DL6, Beweisstück A, Fall DL6, Beweisstück B. Sehen wir uns das mal an. Was ist denn Beweisstück A? Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin mir nicht sicher, diese Person schon mal irgendwo gesehen zu haben. Vielleicht leihe ich mir das Foto mal aus. Ein kleines Foto wird bestimmt niemand vermissen. Und es könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ich nehme es erstmal mit. Foto heimlich zur Gerichtsakte hinzugefügt. Typ Fotos aus der Kanzlei Kostberg. Okay, jetzt gehen wir mal zurück. Und wir gehen jetzt nochmal in die Strafanstalt. Sie schon wieder? Ist Verdüften Sie so schwer zu verstehen? Hey, der einzige Grund, warum ich zurück bin, ist Ihre Weigerung zu kooperieren. Oh, also das ist ja jetzt meine Schuld dabei. Sie haben nicht nur einen Stahlkopf, sondern auch ein dorniges Herz. Das reicht. Wenn dieser Fall abgeschlossen ist, rasiere ich mir den Schädel. Das will ich sehen. Nein, ich will... Das Bild kann ich ihr, glaube ich, nicht präsentieren. Und das bringt mir bei ihr wahrscheinlich nichts. Kurzen Moment, bitte. So, ich hoffe, das war die letzte Unterbrechung für heute. Und ich werde jetzt die Uhr zurückdrehen, damit sie schellt. Und dazu könnt ihr alle schreien und sagen, ich habe sie gehört. Und deswegen halte ich sie ganz genau an das Mikrofon. So, hast du jetzt hier gehört? Was hat Ihnen dieses Foto irgendetwas? Punkt, Punkt, Punkt. Wer ist das, Ihre Mutter? Punkt, Punkt, Punkt. Seufzt. Ich schätze, ich habe wohl gerade meine Zeit verschwendet. Ja, das hast du, eindeutig. Wir bewegen uns jetzt nochmal zurück in die Anwaltskanzlei Kostberg. Und tun uns nochmal die Fotos wechseln. Eigentlich wollte das eine Foto ja der Meier vorzeigen. Ein Foto liegt auf dem Schreibtisch. Vielleicht sollte ich es gegen das tauschen, das ich schon habe. Weil auf dem Foto, das ich zuerst mitgenommen habe, ist nämlich die Mutter von Maya drauf und von Mia, glaube ich. Nee, das ist die Mutter von Mia und von Maya. Und deswegen wollte ich das eigentlich der Maya zeigen, aber ich darf Maya nicht besuchen und... Ich denke, ich werde sie tauschen. Fotos zur Gerichtsakte hinzugefügt. So, dann gehen wir mal wieder zurück in die Strafanstalt und präsentieren das unserer Frau Rosa. Dum, 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 dum. Sehen Sie sich das mal an. Hören Sie, ich habe Ihnen niemals gesagt, dass ich nichts sage. Ausrufzeichen. Wo haben Sie... Aha, eine Reaktion. Das ist er, nicht wahr? Was? Wer? Wann? Wieso? Er ist es. Das ist der Mann, der in der Mordnacht mit Ihnen in diesem Mordhotelzimmer war. Nein, das ist nicht wahr. Netter Versuch, Fräulein, kooperativ. Können Sie beweisen, dass er das ist? Hm? Ja, Beweise. Zeigen Sie mir Beweise. Ich bin ganz nah dran. Okay. Gut, dann bewegen wir uns wieder nochmal ins Hotel Goldwater. Sie möchte einen Beweis, dann kann er nur vom Pagen kommen. 7. September, Hotel Goldwater. Zimmer 303. Ah, herzlich willkommen, mein Herr. Beeindruckende Vorstellung heute, wenn ich das anmerken dürfte. Oh, danke. Tut mir leid, dass ich Sie so in Verlegenheit gebracht habe. Nein, 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 überhaupt nicht, mein Herr. Ihre heutige Bemühungen werden den Ruf des Gatewaters sehr zuträglich sein. Hä? Ruf? Ja. Wir werden als das Hotel bekannt, in dem der Mörder eine Wanze versteckt hatte. Wir können einen Aufschlag für das Zimmer verlangen. Ist gut fürs Geschäft, mein Herr. Wow, wow, wow. Frau May wurde nicht des Mordes angeklagt. Auch ich werde berühmt werden. Der Page, der dem Mörder Eiskaffee brachte. Warum habe ich das Gefühl, als stecken wir im selben bösen Traum? Okay, so. Sie sind unser Ehrengast. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie etwas wünschen. Okay, wir reden jetzt erstmal mit ihm. Frau May. Zu Frau May. Ach Sie, mein Herr, ich will ja nicht angeben... Aber als ich sie sah, wusste ich, sie würden es tun, sagte ich. Was würde was tun? Langsam glaube ich, der Typ hier ist der Hauptverdächtige. Der Mann bei May.
Ich wollte sie nach dem Mann fragen, mit dem Frau May zusammen hier war. Ach ja, er schien mir ein echter Ladykiller zu sein, wenn Sie wissen, was ich meine. Oh je. Ich wusste es in dem Moment, als ich ihn sah, mein Herr. Er und ich sind aus demselben Holz geschnitzt. An uns haftet der Geruch von Gefahr. Da sind wir mal einer Meinung, Sie Psychopage. Wenn Sie ein Foto von diesem Mann hätten, könnte ich ihn sicher identifizieren. Ein Foto? Das Hotel. Können Sie mir etwas über das Hotel erzählen? Aber gerne. Und zu diesem Thema habe ich eine vorzügliche Idee. Derzeit ist dieses Hotel als das Gatewater bekannt. Ich schlage vor, dass wir einen Untertitel hinzufügen. Einen Untertitel, das Hotel Gatewater, eine Mordresidenz. Nun, was denken Sie? Klingt toll. Was auch immer du im Tee hast. Okay, ich soll dir ein Foto präsentieren. Ich habe doch ein Foto bei mir. Oder etwa nicht? Da, bitteschön. Sehen Sie sich das Foto an. Punkt. Das ist der Inspektor. Ich bin der Anwalt. Ja, weiß ich doch. Ich wollte nur einmal Inspektor sagen. Sie wissen schon. Nein, weiß ich nicht. Kein Zweifel, das ist der Mann, der mit Frau April May eincheckte. Wie wär's, soll ich eine Erklärung abgeben, dass er es ist? Eine Erklärung? Dieser Kerl ist viel zu begeistert von dem Zeug. Er soll das aufschreiben. Nun, sicher, warum nicht? Ja, ich wollte schon immer mal eine Erklärung abgeben, mein Herr. Aber sofort bin ich bekannt als der Page, der die Erklärung abgab. Beeilen Sie sich mit dem Schreiben. Erklärung des Pagen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Typdokumente vom Pagen. Nicht einmal Frau May kann sich jetzt noch drum dummstellen. Oh ja. Dann bewegen wir uns doch mal in die Anwaltskanzlei, nein, in die Strafanstalt, genau. Gehen wir zuerst ein und präsentieren ihr die Meldung, also halt den Beleg. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Was ist das? Die Erklärung des Pagen. Er hat uns alles erzählt, was er gesehen hat. Er erzählte mir von dem Mann, der mit ihnen eincheckte. Er sagte uns, wer es war. Punkt, Ausrufezeichen. Jetzt komme ich voran. Beruhigen. Insistieren. Nehme ich einfach mal. Jetzt habe ich sie. Alles oder nichts. Zeit für ein kleines Täuschungsmanöver. Zwecklos, dich dumm zu stellen, wenn das überhaupt Verstellung ist. Wenn sie nicht reden, spiele ich das Foto der Presse zu. Was? Auch wenn es nur Zeuge eines Mordes geworden ist, er ist untergetaucht. Ich bin mir sicher, dass die Presse ihn in die Luft zerreißen würde bei dem Ruf. Punkt. Oh! Na gut, ich werde reden. Sie haben gewonnen, Herr Anwalt. Ja, Mann, das fühlt sich gut an. Das kann so schön sein. Warum schlagen Sie wilde Löcher in die Luft? Hust. Nun, erzählen Sie mir von dem Mann, mit dem Sie in dem Hotel waren. Dieser Mann, er ist mein Chef. Rettwald. Präsident des Informationsdienstleisters Blue Corp. Rettwald? Informationsdienstleister? Nun, ich denke, man könnte sie auch als Detektivagentur bezeichnen. Das war also der Mann, der in der Nacht des Mordes bei Ihnen war. Punkt. Ich habe Angst zu reden. Ich will nicht enden wie Sie. Punkt. Das ist in Ordnung. Ich werde Herr Weid persönlich befragen. Können Sie mir sagen, wo ich Blutkopf finden kann? Punkt. Herr Redwhite, endlich. Endlich habe ich die Spur zu diesem Typen aufgenommen. Wenn April May es nicht getan haben kann, dann bleibt nur er als Täter übrig. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Erklärung des Pagen abgelegt. Ich glaube, reden bringt jetzt was. Nein, bringt, glaube ich, nichts. Oder doch nicht. Sonst wäre was frei. Dann gehen wir uns zurück in die Anwaltskanzlei Crossberg. Okay, so langsam wird es lächerlich. Wo zum Teufel steckt dieser Faulpelz? Ah, das alte vertraute Räuspern. Ah, Sie schon wieder. Oh, hallo, Herr Crossberg. Punkt. Nun gut, Sie waren nicht schlecht, mein Junge. Entschuldigung. Die Verhandlung. Aber da erinnert mich an mich selbst, als ich noch jung war. Ich schätze, Mia hat da etwas weitergeleitet, oder? Das weckt Erinnerungen. Ja, wirklich.
Mein Neunta, wie der Geruch frischer Zitronen, verstehen Sie? Punkt, Punkt, Punkt. Verzeihung. Fragezeichen. Ich, all das war wohl ein wenig zu viel für mich, mein Junge. Als ich Sie heute sah, ich, nun ich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß, Erinnerungen zu schätzen, aber lieber sind Sie mir handfeste Informationen. Reden. Häufig heutige Verhandlungen. Also sind Sie gekommen, um die Verhandlungen beizuwohnen. Ja, genau. Etwas hat mich letzte Nacht so beschäftigt, dass ich nicht schlafen konnte. Wirklich? Was war es? Nun, sehen Sie, es war Mias Schwester, das arme Mädchen. Mein Junge, ich schulde Ihnen meinen aufrichtigen Dank. Ich wünschte nicht, was ich getan hätte, wenn die Sache schlecht gelaufen wäre. Wenn Sie so besorgt waren, warum haben Sie sie nicht angeboten, sie zu vertreten? Die Ablehnung. Ich habe schon einmal gefragt, warum Sie die Verteidigung nicht übernommen haben. Ich denke, ich habe ein Recht, dies zu erfahren. Ein Recht, Herr White? Nein, nein, tut mir leid. Es ist nur, ich brauche mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Punkt, Punkt, Punkt. Er scheint sich wegen etwas Sorgen zu machen. Vielleicht finde ich etwas, das ihn zum Reden bringt. Das Bild. Neulich, ich bin mir sicher, hing da noch ein prunkvolles Bild an der Wand. Prunkvoll? Nun, Sie wissen schon, was ich meine. Wo ist es jetzt? Ich bin es losgeworden. Ich hatte mich daran satt gesehen, wirklich. Ich habe es verkauft, wissen Sie? Ja, genau. Verkauft? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das abkaufe. War Ihnen das Bild nicht wichtig, Herr Kosberg? Ist etwas passiert? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Bitte, sprechen wir nicht mehr von dem verfluchten Bild. Ich habe nicht... Du hast es verkauft? Ziemlich seltsam, oder? Für einen Typen, der das unbedingt verteidigen wollte. Entschuldigung, ich frage mich, dieses Foto. Woher haben Sie das? Geben Sie es mir zurück, sofort. Ich bedauere es, ohne Ihr Gewissen genommen zu haben. Aber ich muss es wissen. Wer ist dieser Mann? Er war höchstwahrscheinlich im April Mays Zimmer in der Nacht des Mordes. Ausrufezeichen. Was sagen Sie da? Sind Sie ganz sicher, mein Sohn? Was hat ihn denn so irritiert? Eine Entschuldigung, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Ich muss allein sein. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Jetzt schweigt er wie ein Grab. Wie ein wirklich stilles Grab. Ich denke, ich sollte das Foto zurückgeben. Foto an Herr Kosberg zurückgegeben. Okay, darauf kann ich ihn also nicht befragen. Daneben nicht. Dann besuchen wir doch mal Red. Unseren Red White. Blutkorb. Oh, das Bild! Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? 7. September. Blutkorb Inception. Büro des COD. Oder CEO? Egal. Punkt, Punkt, Punkt. Was soll diese sterile Ausstattung? Willkommen! Würden Sie mir bitte den Person zugefügten Titel nennen? Was zum... Ihren Namen. Wie heißen Sie? Ich habe erkundigungshalber nach Ihrem Titel gefragt. White. Phoenix White. Erkundigungshalber? Herr White, richtig? Okay, verstehe. Prächtig. Vielleicht habe ich Sie ein wenig mit einem gigantischen Vokular eingeschüchtert. Was hat der für ein Problem? Ich bin Red White, COD von ClearCorp. Sie wissen, kooperative Expansion offiziell. Expansion? Oh je. Meine geschäftlichen Unterfangen öffnen mir Kontakte zur Elite der Elite. Deswegen bin ich es nicht gewohnt, mir Fabel eingeschränkten zu versprechen. Was für ein Spinner. Lassen Sie mich raten. Sie wissen, ein Anwalt... Sie sind ein Anwalt, der gerade mit dem Studium fertig ist. Das ist die einzige Erklärung, warum Sie einfach so ankommen, um mich zu treffen. Was meint er denn damit? Egal. Also, was möchten Sie? Ein mächtiger Anwalt von einem Mann wie mir? Schande. Die Arroganz dieses Typen sprengt ja jedes Maß. Guck mal da, Phoenix. Guck mal. Hast du das Bild schon mal gesehen? Punkt, 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 Fragezeichen. Habe ich den nicht schon irgendwo gesehen? Ist das nicht eine Nachbildung? Lächerlich. Ich interessiere mich ausschließlich für Originale. Das dort ist ein echtes Original. Ist mehr als 5 Millionen wert, bestimmt. Hm.
Frau May. Frau May ist eine Mitarbeiterin von Blue Corp, nicht wahr? Korrekt, sie war meine Sekretärin. Es war ein Schock zu hören, was sie getan hat. Was sie getan hat? Sie meinen die Wanze? Genau, sie wird dafür bezahlen, als Telefon zu geben. Sie wird dafür bezahlt, ins Telefon zu gehen und nicht fürs Abhören. Teil ihrer Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln. Aber ich versichere Ihnen, dass es mir nichts Illegales dulden. Es ist unsäglich, dass sie das getan hat. Klingt so, als möchte er Frau May zum Sündenbock machen. Die Mordnacht. Waren Sie in der Nacht des Mordes im Hotelzimmer von April May? Wer weiß, ich achte nur selten auf triviale Details über Ort und Zeit. Mein Motto lautet, sorg dich nicht, sei glücklich. Dennoch, Herr White. Der Hotelpage hat ausgesagt, dass er sich eindeutig an sie erinnert. Punkt, Punkt. Egal, der Page kann sagen, was er will. Ich werde nicht mit Ihnen reden. Wenn Sie mit mir reden möchten, dann rufen Sie mich in den Zeugenstand. Obwohl ich bezweifle, dass Sie dazu in der Lage wären. Er bringt da eigentlich eine gute Frage auf. Warum hat die Angeklagte ihn nicht als Zeugen aufgerufen? Er hätte das selber sehen müssen wie April May. Ohohoho, die Polizei, die Gerichte sind für mich speziell Spielzeuge. Sie dienen nur meiner Unterhaltung. Blue Corp. Was für eine Firma ist Blue Corp eigentlich? Oh, ausgezeichnete Frage. Wir kaufen und verkaufen diverse Informationen. Wir sind ein Unternehmen der Zukunft. Man könnte sagen, wir sind die Zukunft. Informationen verkaufen? In nur 10 Jahren habe ich dieses Unternehmen zu diesem großartigen Büro aufgebaut. Ach, falls Sie es sich gefragt haben, warum Blue Corp nach der Farbe Blau benannt? Ich, Red White von Blue Corp, habe sie als Gründer und COD so genannt. Und warum? Natürlich, weil ich die Farbe Blau mag. Ah ja, fantabulös, nicht wahr? Das Bild. Es gibt da etwas, was mich beschäftigt. Ja, was sollte das denn sein? Das große Bild an der Wand dort. Es ist wunderschön. Ich habe es schon mal gesehen. Wann haben Sie es bekommen? Ich habe es schon mal gesehen. Wissen Sie, ich habe das tatsächlich schon mal gesehen. Ach ja, erst gestern, um genau zu sein. Und was wollen Sie damit sagen? Es ist ganz einfach. Das heißt, meine Frage ist einfach. Warum hängt dieses Bild an Ihrer Wand? Punkt, Punkt, Punkt. Herr Wong. Richtig? White. Es scheint mir, dass Sie Ihre Position hier nicht verstehen. Nochmal, wer sind Sie? Ein Anwalt? Nein, mein schwacher Freund, bloß ein Anwalt. Nichts wert. Nulliger, nichts, nada. Genau wie dieser Karikatur von Anwalt Gudiburger. Was? Uff. Er hat mich geschlagen. Und nun, Herr Rechtsanwalt, verklagen Sie mich jetzt einfach wegen Körperverletzung. Nur zu, ich freue mich drauf. Denn man wird Sie schuldig sprechen. Was? Beachten Sie meine Darlegung. Die Polizei, die Gerichte, sie hören alle auf mich, wie Sie meinen. Aber ich frage mich, ob diese Art der Kontrolle wirklich möglich ist. Ich erwarte nicht, dass Sie das kapieren. Diese Welt liegt jenseits Ihres Instells. Punkt, Punkt. Ich nehme an, Sie kommen von Gudiburger, richtig? Herr Crossberg, ja? Da mussten Sie ihn fragen, warum hängt dieses Bild von ihm hier? Vielleicht wird er es Ihnen dann sagen. Vielleicht wird er erklären, wie man nur für persönlichen Profit leben kann. Punkt, Punkt. Yes, verzieh dich. Mehr gibt's nicht zu bereden. Boah. Gut, dann reden wir eben mit Crossberg. Also, warum hängt das Bild bei ihm? Punkt, 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 Punkt. Nanu, ich glaube nicht, dass er bemerkt hat, dass ich hier stehe. Vielleicht sollte ich mich räuspern. Gütiger Himmel! Ach, Sie sind's. Wer sonst? Was gibt es? Sie sehen so versunken aus, wie ein alter Mann am Ende seiner Tage. Ich bin noch nicht... Ich dachte nur über all diesen Schlamassel nach. Irgendwas beschäftigt ihn wirklich. So viel ist sicher. Okay. Sie wollten sich also den Prozess ansehen. Ja, genau, das wollte ich. Letzte Nacht hat mich etwas so sehr beschäftigt, dass ich nicht schlafen konnte. Tatsächlich, was war es? Nun sehen Sie, es war mir Schwester, das arme Mädchen. Meine Junge, ich schulde Ihnen einen meinen aufrichtigen Dank. Ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn die Sache schlecht gelaufen wäre. Die Ablehnung.
Ich habe Sie das schon mal gefragt. Warum haben Sie es abgelehnt, Sie zu verteidigen? Ich denke, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Ein Recht, Herr Weid? Nein, nein, tut mir leid. Ich brauche einfach mehr Zeit, um mir das zu überlegen, liebe... Punkt, Punkt. Ihnen scheint irgendetwas zu beunruhigen. Langsam habe ich das Gefühl, zu wissen, worum es geht. Herr Weid. Also, ich habe Blue Corp einen Besuch abgestattet. Ja? Oh, ich verstehe. Herr Grossberg, ich muss zugeben, mir ließ etwas keine Ruhe. Ach ja? Was denn? Nun raus damit, Junge. Verstehen Sie, es ist dieses große Bild. Herr Grossberg, genau dort hing neulich ein riesiges Bild, nicht wahr? Das, von dem Sie sich nicht trennen wollten. Nun, ich habe es gesehen, heute. Es hing bei Blue Corp im Büro des COD, im Büro von Red White. Punkt, Punkt. Es ist Ihnen also aufgefallen. Davon hätte ich wohl ausgehen müssen. Schließlich ist es ein großes Bild. Herr Grossberg, ich weiß, Sie und Herr White stehen irgendwie in Verbindung. In Verbindung, sagen Sie? Ja, und ich weiß auch, in welcher. Er gibt Ihnen Informationen, er erpresst Sie. Sie sind ein Liebespaar. Er erpresst Sie. Herr White hat etwas gegen Sie in der Hand, nicht wahr? Erpressung? Punkt, Punkt, Ausrufezeichen. Ich denke, das Bild ist ein ziemlich klarer Beweis. Punkt, Punkt, Punkt. Nun gut, das könnte die heiß ersehnte Chance sein. Vielleicht sollte ich es loswerden, damit ich endlich wieder ruhig schlafen kann. Schließlich waren Sie mir Stellvertreter. War es vielleicht Schicksal? Wovon redet er? Red White verdient sein Geld damit, dass er andere einschüchtert. Blue Corp ist eine Firma, die darauf spezialisiert ist, die Schwächen anderer zu finden. Ich zahle jetzt schon seit 15 Jahren an Sie. 15 Jahre? Alles wegen des Falls DL6, wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben. Der Name auf der Rückseite dieser Fotos. Wie Sie vermutet haben, konnte ich Meyer aus diesem Grund nicht verteidigen. White hätte mich sonst zerstört. Das ist also die Verbindung. Es fällt mir schwer, Ihnen das zu erzählen, mein Junge. Aber Red White ist zu verhaften, wird nahezu unmöglich sein. Unmöglich? Warum? Er besitzt Informationen über alles und jeden. Dadurch hat er alle fest im Griff. Ihm gehören Richter, Anwälte, Staatsanwälte, Polizisten und Politiker. Was? Ihnen sind die Hände gebunden. Sie können sich selbst und so auch Ihnen nicht schaden. Schauen Sie mich nicht so an. Was Sie sehen, ist die Last vieler Jahre. Der Fall DL6. Worum geht es im Fall DL6? DL6 ist nur das Aktenzeichen der Polizei für diesen Fall. Ich weiß, ich bin schon längst über die Minuten hinaus, aber es ist gerade so interessant für euch bestimmt auch. Es geschah vor 15 Jahren. Ich erhielt eine Anfrage von einem Medium, einem Geistmedium. Ein Medium? Ihr Name war Misty Fay. Fay. In der Tat, es war Mias Mutter. Sie untersuchte einen Mord im Auftrag der Polizei. Und sie scheiterte. Die Polizei bezeichnete sie daraufhin als Betrügerin. Davon hat Meyer neulich gesprochen. Ich habe alles für sie getan und schließlich wurde ihr nichts mehr vorgeworfen. Jener Mordfall wurde jedoch bis heute nicht aufgeklärt. Dieser Fall ist der Fall DL6. Erpressungsgrund. Aber warum wurden Sie deshalb erpresst, Herr Grossberg? Der Fall DL6 war damals streng geheim. Das war richtig, die Polizei wollte nicht, dass jemand vom Einsatz des Mediums erfuhr. Sie konnte es niemandem wissen lassen, aber jemand fand es heraus. Ich habe es ihm gesagt. Sie haben es weit gesagt? Er bot mir Reichtum an. Heute ist mir das nur noch peinlich. Weil ich geredet habe, wurde die Polizei weit und breit verspottet. Im Geheimen suchten sie nach dem Verräter. Natürlich erfuhr er weit davon und er kam zu mir. Nur dieses Mal war das Angebot Erpressung. Punkt, Punkt, Punkt. Verstehe. Punkt, Punkt, Punkt. Weit lenkt das Gesetz dieses Landes, wie es ihm beliebt. Wenn sie ihn doch noch herausfordern würden. Nehmen Sie Mias Büro genau unter die Lupe. Mias Büro? Sie hat jahrelang all seine Bewegungen verfolgt. Vielleicht hat sie etwas gefunden und dokumentiert. Ja. Aber das Büro von mir nehmen wir erst in der nächsten Folge unter die Lupe. Also bis dahin. Ciao, ciao.